was wir machen, was wir gerne hätten, hätte ich gesagt 1-1. Mhm. Jetzt muss ich sagen, am Ende hätte ich lieber noch mehr gehabt, weil wir waren da, glaube ich, ein bisschen näher dran und hätten es in der zweiten Halbzeit, glaube ich, auch ein bisschen mehr verdient gehabt. Hatten auch mehr Leidenschaft drin jetzt im Spiel und das ist ein bisschen schade. Jetzt, die Jungs hätten sich den Sieg verdient. 1-1 ist eine super Sache, können wir super mitleben. Der Auftakt, große Kulisse hier für so ein Derby in Jülich. Ne? Ja, das war zu erwarten. War zu erwarten. Ja, ja. Sie haben es angesprochen, Halbzeit, erste Halbzeit, 45 Minuten, 1-0 zurück. Sie hatten es ja eigentlich auf dem Fuß, ne? Ja. Woran liegt es noch? Ist die Mannschaft noch nicht so richtig zusammengespielt oder sind sie noch nicht in der kompletten Mannschaft, wie Sie sich das vorstellen? Wir hatten heute, glaube ich, 8 Leute haben gefehlt, die jetzt am Anfang relativ viel gespielt haben. Jetzt hat sich also alles was gedreht, jetzt müssen andere in die Bresche springen und deswegen ist es umso schöner zu sehen, dass die Jungs, die dann hinten dran gestanden haben, jetzt so eine Leistung heute gebracht haben, war super Sache. In der Halbzeit, was haben sie denen auf den Weg gegeben? Weil die zweite Halbzeit war ja wesentlich stärker. Ne? Man hat das ja mehrmals am Fuß gehabt. Ne? Ja, also tut natürlich weh, jetzt der Ausgleich. Ne? Ja, also wir haben eigentlich nur gesagt, dass wir viel besser sind, als was wir in der ersten Halbzeit gemacht haben. Viel, viel besser, auch mit dem Ball. Was wir gegen den Ball gemacht haben, war ja in Ordnung. Wir hatten nicht so viele Chancen, das war alles in Ordnung. Aber mit dem Ball müssen wir einfach mehr Selbstvertrauen haben. Und das haben die Jungs super gemacht. Zweite Halbzeit Granate. Das haben sie eben zum Schluss gesagt, auf dem Nachhauseweg, die passenden Worte, die Motivationsworte für nächste Woche schon? Ja, für nächste Woche, wir gucken ab Montag, gucken wir auf nächste Woche. Heute habe ich nur gesagt, dass ich echt stolz auf die bin, dass jeder stolz auf sich sein kann heute. Und dann ab morgen fahre ich vor Eifel gucken und dann gucken wir weiter. Wie sieht es denn aus mit der Planung? Da sind ja einige Spieler, die haben ja schon mal hier gespielt, da gespielt. Die kennen sich ja alle so ein bisschen. Welche Planung oder welche Ziele haben sie mit ihrer Mannschaft? Denn im letzten Jahr hat es ja nicht funktioniert. Eine neue Mannschaft, neuer Trainer, neue Gesichter, alles. Man hat ja gewisse Ziele, wenn man sowas übernimmt. Wir haben definitiv Ziele, ja. Wir haben, oder mir ist das Ziel immer am wichtigsten, dass die Jungs, weil es ist einfach eine junge Mannschaft und die sollen sich weiterentwickeln erstmal. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir den Fußball, den wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, diesen temporeichen Fußball, den wollen wir jedes Spiel abliefern können und alles, was dann an Ergebnissen dazukommt, ist automatisch ein gutes Ding. Ja? Und darum schauen wir erstmal nur auf unsere Fähigkeiten, was wir da hinbiegen können. Wen sehen Sie denn oben in der Liga? Ja, ich glaube schon, dass Jülich 10 mit Abstand den stärksten Kader hat, muss ich wirklich sagen, wenn sie jetzt noch den Kaciku aus Fischtal engagiert haben und sowas alles, das sucht seinesgleichen meiner Meinung nach in der Kreisliga A. Dann ist Voreifel mit Sicherheit wieder dabei und die Türken, glaube ich, haben auch gut aufgerüstet.